Welche Faktoren werden in den kommenden Jahren in der Immobilienwirtschaft eine Rolle spielen? Auf diese und weitere Fragen gibt eine Studie, die der Immobilienverband Deutschland in Auftrag gegeben hat, Antworten. Die ersten Zwischenergebnisse der Trendstudie 21 wurden auf dem Deutschen Immobilientag 2011 in Berlin vorgestellt. Für diese Studie befragte das Center for Real Estate Studies, kurz CRES, über 1000 Makler, Verwalter und Sachverständige. Ziel ist es, Unternehmen der Branche auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Das CRES, welches die Studie durchführt, ist ein Transferinstitut und wurde 2008 an der Steinbeis-Hochschule von der Deutschen Immobilienakademie an der Universität Freiburg gegründet. Hauptaufgabe ist die Organisation und Durchführung von berufsbegleitenden Studiengängen in der Fachrichtung Real Estate. Doch neben der beruflichen Weiterbildung engagiert sich das Institut auch auf dem Gebiet der immobilienwirtschaftlichen Forschung. Wir haben schon zwei Trendstudien im Bankenbereich durchgeführt, jetzt die erste Trendstudie im Immobiliensektor. Es bringt letztendlich den Branchenteilnehmern, also den Branchenzugehörigen, die Erkenntnis, ob man mit seiner eigenen Meinung halt eben die Meinung der übrigen Branchenmitglieder verfolgt, ob man womöglich halt eben völlig daneben liegt, weil der Trend in eine andere Richtung geht, weil die Meinung, die in der Branche vorherrscht, eine ganz andere ist, oder ob man halt eben tatsächlich mit dem Strom schwimmt und sagt, okay, da geht die Reise hin. Und immer dann, wenn halt eben bestimmte Trends sich bestätigen, die Erkenntnis, okay, das könnte jetzt ein Geschäftsmodell der Zukunft sein, auf das ich mich rechtzeitig einstellen muss. Sowohl zu allgemeinen Fragen als auch zu berufsgruppenspezifischen Fragen können Aussagen getroffen werden. So sind sich zum Beispiel über 60% der Befragten einig, dass der Immobilienpreis in ihrer Stadt in den nächsten 5 Jahren steigen wird. Wenn man etwas Besonderes herausheben möchte, dann vielleicht die Erkenntnis, dass sowohl die Makler als auch die Verwalter als auch die Sachverständigen erkannt haben, für ihren eigenen Geschäftserfolg. Für ihren eigenen Geschäftserfolg sind in der Zukunft 2 Dinge besonders wichtig. Das eine ist, dass sie eine eigene Marketingstrategie brauchen, dass sie also nicht mehr einfach so planlos in den Markt hineingehen können, sondern dass sie halt eben sich ganz genau überlegen müssen, wie kann ich Kundenakquisition betreiben, aber auch, wie kann ich Kundenvertrauen erzeugen. Ja, das waren 2 wichtige Aspekte, die sowohl bei den Maklern als auch bei den Verwaltern als auch bei den Sachverständigen stattgefunden haben. Das war das eine. Das wird meinen Marketingprofessor-Kollegen bei Steinbeis freuen, weil der sagt, siehste, habe ich schon immer gesagt. Die andere Schiene, weil ich eher aus der Controlling-Schiene komme, war für mich dann sehr bemerkenswert, dass tatsächlich zu beobachten war, dass ein größeres Kostenbewusstsein entsteht, dass man merkt, dass durch den zunehmenden Konkurrenzdruck es immer schwieriger wird, sich am Markt zu positionieren, dass vor allen Dingen ein Kostendruck im Bereich des Vertriebs passiert, weil nämlich die Vertriebsmaßnahmen immer teurer werden. Alleine das Aufbauen dieser Internetgeschichten, die uns Immonet vorhin präsentiert hat, wird ja irre viel Geld verschlingen. Das wird wieder zu mehr Kosten bei den Marketingmaßnahmen führen, die dann aber wieder halt eben den Gewinn schmälern, wo sich mittlerweile alle darüber im Klaren sind. Sie können auf diese Vertriebsschiene, die Kosten produziert, nicht verzichten, müssen aber gucken, wie sie halt eben mit diesen Kosten zukünftig klarkommen. Und aus der Studie gehen noch viele weitere Erkenntnisse hervor. So gehen zum Beispiel Makler davon aus, dass in Zukunft Empfehlungsmarketing die Neukundenakquise dominiert. Sachverständige glauben, dass Verkehrswertgutachten und Marktwerteinschätzungen an Bedeutung gewinnen werden, und Verwalter sehen eine bessere Qualifikation als effektives Mittel, um das Verbrauchervertrauen zu stärken. Die kompletten Resultate der Studie werden am Ende in Form eines Buches veröffentlicht. Bis dahin erscheinen in der AIZ, dem Immobilienmagazin, monatliche Artikel zu den einzelnen Punkten.